Lolo Pico, Großvater Franziskus, nennen die Menschen auf den Philippinen den Papst. Das ist ein neuer, anderer Stil. Der Papst ist nicht mehr auf der Ebene eines Staatspräsidenten, sondern er ist ein Seelsorger der Welt. Dass er ein Papst ist, ein Mensch ist, der mit anderen ins Gespräch kommen möchte. Also ein Mann auch der Begegnungen. Papst Franziskus hat das Image der katholischen Kirche verändert. Aber hat er auch in der Kirche etwas verändert? Er ist ein sehr religiöser Papst. Andererseits ist er ein sehr sozialer Papst, also in diesem Sinn ein politischer Papst. Ein Papst, der aus Lateinamerika kommt, hat natürlich eine andere Vorstellung der Realität und der Prioritäten als ein Europäer. Doch was will Franziskus, der erste Papst aus Lateinamerika? März 2013, kurz nach 19 Uhr. Weißer Rauch. Der neue Papst ist gewählt. Nach dem spektakulären Amtsverzicht von Benedikt XVI. Hatten viele mit einem längeren Konklave gerechnet. Einen eindeutigen Favoriten hatte es nicht gegeben. Doch es kam anders. Im fünften Wahlgang ist die Entscheidung gefallen. Die Kardinäle einigen sich auf einen, mit dem niemand gerechnet hatte. Abemus Papam. Eminentissimum Kardinalem Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, der Erzbischof von Buenos Aires, ist der neue Papst. Buonasera. Der erste Jesuit, der Papst wird. Der erste Pontifex, der sich Franziskus nennt. Beginnen wir jetzt diesen Weg, Bischof und Volk. Ein Weg der Brüderlichkeit, der Liebe und des gegenseitigen Vertrauens. Der Neue schlägt ungewohnte Töne an, spricht vom gemeinsamen Weg von Bischof und Volk. Sein Pontifikat beginnt mit einer Irritation. Der neue Oberhirte bittet die Schafe um ihren Segen, bevor er selbst die Menge segnet. Lasst uns das in Stille machen, euer Gebet für mich. Für die breite Öffentlichkeit war er unbekannt, auch weil er sehr wenig reiste und auch er kam sehr wenig nach Rom. Er liebte nicht, schon damals nicht besonders die römische Kurie oder wenigstens nicht diese Hofatmosphäre. Aber die amerikanischen Kardinäle, ein Teil der amerikanischen Kardinäle kannte ihn gut und auch, sagen wir so, die deutschen Kardinäle sind ja schon Kingmaker gewesen in diesem Konklave. Es war keine einfache Situation beim Amtsverzicht von Papst Benedikt XVI. Das war nicht die Schuld von Papst Benedikt XVI., aber es ist einiges ein bisschen aus der Ordnung, aus dem Ruder gelaufen in der Kurie. Es war eine negative Stimmung bei uns in Europa mit den ganzen Problemen der Pädophilie und das war ein Vertrauensverlust da. Und da haben viele gedacht, wir brauchen jetzt einen Papst von außerhalb, der nicht ein Teil dieses alten Systems ist. Buonanotte e buon riposo. Die schwarze Limousine bleibt in der Garage. Der neue Papst fährt im Bus. Oder geht auch mal zu Fuß. Nach der Wahl zahlt Franziskus seine Hotelrechnung persönlich. Den Gründonnerstag feiert er in einem Jugendgefängnis, wäscht Strafgefangenen die Füße, darunter zwei jungen Muslime. Ist dieser Mann vom anderen Ende der Welt wirklich so bescheiden, wie er wirkt? Spurensuche in seiner Heimat, in den armen Vierteln von Buenos Aires. Bauarbeiten zum neuen Pfarrzentrum in der Villa Oscura.
Als Bischof war Jorge Mario Bergoglio hier oft zu Besuch. Bergoglio ist ein sehr guter, bescheidener Mensch. Wenn er hier war, hat er uns zu Hause besucht. Wir lieben ihn sehr. Wir erwarten ihn. Hier trank Bergoglio gerne den typisch argentinischen Mate-Tee. Er war volksnäher als die meisten anderen Bischöfe und er hat uns ständig überrascht. Er kam mit dem Bus, ist bei Empfängen nie lange geblieben und hat am liebsten die ärmsten Gemeinden besucht. Fotos aus seiner Zeit als Erzbischof ähneln den Bildern aus dem Pontifikat. Den Menschen in den armen Vierteln von Buenos Aires sind nur die Fotos geblieben, als Erinnerung an ihren Erzbischof, der jetzt die Weltkirche regiert. Manchmal denke ich, habe ich das verdient, dass er in mein Haus gekommen ist? Dass ihr Erzbischof jetzt Papst ist, macht die Menschen stolz hier in Buenos Aires. Sie hoffen, dass er das, was er hier gelebt hat, jetzt auch für die ganze Kirche umsetzt. Das war sein Programm. Und er hat seine Priester auch in Gefängnisse und in Krankenhäuser geschickt. Dorthin, wo das Leid am größten ist. Seit 15 Jahren lebt Pater Sebastian in diesem Viertel. Seite an Seite mit rund 30.000 Menschen. So habe es Bergoglio gewollt. Er habe das Evangelium ernst genommen, habe versucht, das zu machen, was Jesus gemacht habe. Der war an der Seite der Menschen, Armen und Reichen, Sündern und Ausgegrenzten. In diesem Sinn sei dieser Papst durchaus konservativ. Wer zur Bibel zurückgeht, zum Evangelium, der wird sehr traditionell. Und das ist wieder das Revolutionäre im Evangelium. Wenn der Papst jetzt allen kirchlichen Würdenträgern ihre Ehrentitel wegnehmen würde, wäre das sehr traditionell. Aber den Konservativen würde es ganz sicher nicht gefallen. Ach, wie möchte ich eine arme Kirche für die Armen, sagte Papst Franziskus, ihr alter Erzbischof, bei einem seiner ersten Auftritte nach der Wahl in Rom. Für die Menschen hier am Ende der Welt ist das Alltag. Und Kardinal Bergoglio hat diese arme Kirche an der Seite der Armen gelebt. Und heute? Als Papst bleibt er sich treu. Spontaner Besuch in einem Roma-Lager am Stadtrand von Rom. Franziskus sucht die Nähe zu denen, die am Rande der Gesellschaft leben, ausgegrenzt sind. Er möchte auch als Papst Seelsorger sein. Inmitten der Menschen fühlt er sich wohler als etwa in Gesellschaft der Mächtigen. Franziskus sucht die Gemeinschaft, den Kontakt. Das ist auch ein Grund, weshalb er nicht in die Papstwohnung im Apostolischen Palast im Vatikan einzieht. Dort hätten ja 300 Menschen Platz, soll er bei der ersten Besichtigung gesagt haben. In Buenos Aires lebte er in einer kleinen Dreizimmerwohnung hinter der Kathedrale. So hält er es auch nach seiner Wahl. Franziskus bleibt im vatikanischen Gästehaus Santa Marta wohnen. Die Papstsuite hat 3 Zimmer. Von hier aus regiert der neue Pontifex den ältesten Global Player der Welt mit über 1,2 Milliarden Mitgliedern. Franziskus bleibt auch als Papst bescheiden und drückt dem Papstamt seinen eigenen Stempel auf. Dass er seine Akten selbst trägt, sorgt zu Beginn für Aufsehen. Ein Zeichen dafür, wie weit das Papstamt entrückt war. Franziskus hat es verändert. Auch der Papst sei ein ganz normaler Mensch, sagt er. Alles Höfische versucht er zu vermeiden, begrüßt selbst die Gardisten per Handschlag und verändert so das Papstamt. Das ist nicht mehr eine sakrale Größe, die so überall im Petersplatz oder so thront, sondern er hat es menschlich gemacht, hat es heruntergebracht. Man geht zu den Menschen, hat eine Sprache gefunden, die nicht so diplomatisch, lehrhaft klingt, so sehr, die jeder Mensch eigentlich ohne weiteres verstehen kann. Das ist schon eine große Veränderung im ganzen Stil des Papstseins. Das Abschied ist von der konstantinischen Ära. Und das dann hineingeht bis in den liturgischen Stil.
Schlicht und einfach sind die Gewänder von Franziskus bei den Gottesdiensten. Den goldenen Bischofsstab Benedikts des 16. hat er gegen den alten Stab Pauls des 6. ausgetauscht. Er legt Wert auf den direkten Kontakt zu Bischöfen und Kardinälen, aber auch zu einfachen Gläubigen, die sich mit Anliegen an den obersten Hirten wenden. Der Stil ist sehr direkt. Er sucht den Kontakt, er sucht die Beziehung. Ganz wichtig ist ein Satz, den er als Erzbischof von Buenos Aires immer wieder benutzt hat: die Kultur der Begegnung fördern. Das gilt etwa auch für die Ökumene und den interreligiösen Dialog. Papst Franziskus kennt keine Berührungsängste. Auch nicht im Kontakt mit den Evangelikalen und Pfingstkirchen, die in Lateinamerika seit vielen Jahren stark wachsen und die von so manchem katholischen Kirchenoberen gerne als Sekten bezeichnet werden. Ein gemeinsames Gebet. Für Franziskus kein Problem. Er ist nicht ein Mann des theologischen Disputs, aber er will ihn, er weiß, dass man ihn braucht. Er ist mir ein Mann der Begegnung. Er weiß, die Ökumene der Wahrheit, also der theologischen Diskussion, setzt eine Ökumene der Liebe, des Vertrauens voraus. Das Vertrauen will er auch im Verhältnis zu den Juden und Muslimen vertiefen. Angesichts der aussichtslosen Situation im Nahen Osten lädt er die Präsidenten Israels und der Palästinenser in den Vatikan zum Friedensgebet ein. Vertrauensbildende Maßnahmen statt Realpolitik. Symbolische Gesten, die der Welt signalisieren sollen, es geht doch, wenn man nur wirklich will. Im Mai 2014 besucht Franziskus das Heilige Land. Er nimmt einen Rabbiner und einen Islamgelehrten in seiner Delegation mit. Die drei sind alte Freunde aus Buenos Aires. Die Erfahrungen aus seiner Heimat prägen das Pontifikat von Franziskus stark. Spurensuche in seiner Vergangenheit. Buenos Aires. Mehr als 13 Millionen Menschen leben in der Metropolregion Gran Buenos Aires. Also nahezu jeder dritte Einwohner Argentiniens. Oft als Paris Südamerikas bezeichnet, verschmelzen in der Stadt europäische und lateinamerikanische Kultur. Mittendrin eher unscheinbar die Kathedrale des Erzbischofs der argentinischen Hauptstadt. Reichtum und Armut prallen hier aufeinander. Während die einen im Überfluss leben, haben die anderen kaum das Nötigste zum Überleben. Buenos Aires, die Heimat von Jorge Mario Bergoglio. Das heißt, er kommt aus einer dieser Megacities, wie wir es heute nennen, die Schmelztiegel sind, in denen sich auf eine ganz andere Weise als bei uns hier im deutschen Kontext auch alle Probleme unserer globalisierten Welt widerspiegeln. Und ich denke, auch das hat er als Lateinamerikaner auch mit nach Rom gebracht. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kommen die Großeltern des heutigen Papstes aus Italien nach Argentinien. Es sind die amerikanischen Boomjahre vor der Weltwirtschaftskrise. Die Eltern Mario und Regina Maria lernen sich bei einem Gottesdienst kennen. 1936 kommt Jorge Mario als ältestes von 5 Kindern zur Welt. Sein Geburtshaus im gut situierten Floresviertel von Buenos Aires steht heute noch. Die Familie ist tief religiös. Wo der junge Jorge Mario Fußball spielte, ist heute ein Kinderspielplatz. Nach der Schule macht er zunächst eine Ausbildung zum Chemiker. Hier habe er das Gute, aber auch das Brutale und Schlechte jeder menschlichen Aufgabe kennengelernt, erzählt er einmal gegenüber Journalisten. In der Pfarreikirche San José de Flores nimmt sein Leben eine entscheidende Wende. Während eines Beichtgesprächs wird Jorge Mario klar, dass er Priester werden möchte. In der kleinen Pfarrkirche steht eine Kopie der Petrusstatue aus dem Petersdom in Rom. 1958 schließlich tritt Jorge Mario in den Jesuitenorden ein. Die Eltern und seine 4 Geschwister sieht er nur selten. Nach der Priesterweihe übernimmt er verschiedene Aufgaben in seinem Orden. Unter anderem als Provinzial und Leiter des großen Jesuitenkollegs San Miguel in Buenos Aires. Ein strenger Oberer mit Herz soll er gewesen sein, berichten seine Schüler von damals. Das ist ein
Jesuit 100%. Das geht am deutlichsten seiner Methode. Er hat die Methode der Exerzitien des Ignatius von Loyola, das ist ja der Gründervater der Jesuiten, und das Exerzitienbüchlein geht aus von der Betrachtung der Situation. Also man nimmt wahr, was ist, und dann macht er die Unterscheidung der Geister, was ist gut und was ist schlecht. Dafür gibt es ja Regeln, auch in der Heiligen Schrift. Und von dieser Unterscheidung der Geister her kommt er zu konkreten Entscheidungen. Das ist der typische jesuitische Weg der Entscheidungsfindung. Er geht nicht aus von allgemeinen Prinzipien und sucht die dann anzuwenden, sondern schaut auf die Situation und auf die Geister, die man in der Situation da feststellen kann, gute und schlechte Geister, und dann entscheidet er. Während der Amtszeit Bergoglios als Provinzial der Jesuiten in Argentinien übernimmt das Militär die Macht im Land. Zehntausende wurden damals von den Militärs verschleppt, gefoltert, getötet. Die Mütter vieler Opfer demonstrieren bis heute regelmäßig auf dem zentralen Platz in Buenos Aires. Nach seiner Wahl zum Papst entbrennt ein Streit darüber, wie Bergoglio sich damals verhalten hat. Der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel entlastet seinen Landsmann auf dem Stuhl Petri. Der Bürgerrechtler war selbst jahrelang inhaftiert, wurde gefoltert und entging nur knapp dem Tod. Als ich die Angriffe auf Bergoglio mitbekommen habe, musste ich reagieren. Bergoglio war nie ein Komplize der Militärs in Argentinien. In der Zeit der Diktatur war er noch nicht Bischof. Er war erst 36 Jahre alt und damals Superior der Jesuiten. Als Chef der argentinischen Jesuiten habe Bergoglio auf stille Diplomatie gesetzt, um etwas über das Schicksal von Regimegegnern zu erfahren, sagt Esquivel. In seinem Gespräch mit Franziskus habe der ihm zugesichert, Wahrheit und Wiedergutmachung voranzubringen. 1992 wird Bergoglio Weihbischof in Buenos Aires. Auch als Bischof bleibt er Fan des Fußballvereins seines Viertels, San Lorenzo de Almagro. 1998 ernennt ihn Papst Johannes Paul II. Zum Erzbischof von Buenos Aires. 3 Jahre später wird er Kardinal. Im Konklave 2005 gehört er mit Josef Ratzinger zu den Favoriten. Aber er unterliegt dem Deutschen. Zur römischen Kurie wahrt Bergoglio immer eine große Distanz. Viele Vorgänge dort sieht er kritisch, lehnt den immer stärker werdenden Zentralismus ab. Aus römischer Sicht ist er ein Querdenker. Viele Kardinäle haben Jorge Mario Bergoglio gerade deshalb gewählt, weil er nicht in die Intrigen und Machenschaften der letzten Jahrzehnte im Vatikan verstrickt war. Die Kardinäle wollten einen unabhängigen Papst, der in der römischen Zentrale der katholischen Kirche aufräumt und Reformen durchsetzt. Und der die Ortskirchen stärker beteiligt. In diesem Sinn errichtet Papst Franziskus bereits wenige Wochen nach der Wahl einen Kardinalsrat. Nur 3 der 9 Mitglieder gehören der römischen Kurie an. Die anderen kommen aus Bistümern der Weltkirche, darunter der deutsche Kardinal Reinhard Marx. Ihre Aufgabe, den Papst bei den Reformen im Vatikan und der Weltkirche zu beraten. Das sind nicht Bergoglio-Freunde, denn sie vertreten die ganzen Richtungen, die in der Kirche existieren. Also gibt es Konservative wie Kardinal Pell aus Australien, reformfreudige Kardinäle wie Maradiaga oder O'Malley aus Amerika und Männer aus der Mitte, sagen wir so, von der Ratzingerzeit, wie zum Beispiel Kardinal Marx. Erste Baustelle, die Finanzen. Die Vatikanbank IOR hatte in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Geldwäsche, mafiöse Machenschaften und undurchsichtige Geschäfte lauteten die Vorwürfe. Franziskus reformiert das Geldinstitut und schafft auch bei den sonstigen Finanzgeschäften des Vatikans mehr Transparenz und saubere Strukturen. Der Pontifex legt das Augenmerk auf die Weltkirche. Neue Kardinäle für den Vatikan gibt es wenige. Dafür nimmt er mehr Bischöfe aus Afrika, Asien und Lateinamerika ins Kardinalskollegium auf. Den Neuen gibt er eine klare Weisung mit auf den Weg.
Er warnt sie vor höfischen Gewohnheiten und Verhaltensweisen wie Intrigen, Tratsch, Seilschaften und Günstlingswirtschaft. Im Vatikan stößt Franziskus mit seinen Reformvorhaben durchaus auf heftigen Widerstand. Zumal er mit Kritik an der Kurie nicht spart. Er trifft unbeliebte Personalentscheidungen. Karrierismus ist ihm ein Dorn im Auge. Aufsehen erregt Franziskus mit seiner Ansprache an die Kurienchefs vor Weihnachten 2014. Seinen engsten Mitarbeitern attestiert er 15 Krankheiten und fordert sie zur Gewissenserforschung auf. Es gibt die Krankheit der Rivalität und der Eitelkeit. Wenn die äußere Erscheinung, die Farbe der Talar und die Ehrenabzeichen zum vorrangigen Lebensziel werden. Zwar betont Franziskus, dass alle Christen sich dieser Gewissenserforschung unterziehen müssten, doch die Kritik an den eigenen Reihen ist offensichtlich. Es gibt auch die Krankheit der existenziellen Schizophrenie. Es ist die Krankheit derer, die ein Doppelleben führen, Frucht der typischen Heuchelei des Mittelmäßigen und der fortschreitenden spirituellen Lehre, die durch Diplome und akademische Titel nicht gefüllt werden kann. Eine Krankheit, die häufig diejenigen befällt, die den pastoralen Dienst aufgeben, sich auf die bürokratischen Angelegenheiten beschränken und so den Kontakt zur Wirklichkeit, zu den konkreten Menschen verlieren. Wenn der Papst von Strukturreformen spricht, wie er das im Interview mit mir im August 2013 gemacht hat, dann meint er, dass die erste Reform vor allem innerlich sein muss. Das führe dann zu einer äußeren Reform. Es geht also nicht nur darum, etwas zu verändern, um der Veränderung willen oder nur um eine äußerliche Revolution. Der Papst stellt wieder das Evangelium ins Zentrum des Lebens der Kirche. Franziskus will die Kollegialität in der katholischen Kirche stärken. Mehrfach ruft er Kardinäle und Bischöfe aus der ganzen Welt zu Beratungen in den Vatikan. Dabei gibt es keine Tabus, ein Novum. Eine grundsätzliche Bedingung ist, klar zu sprechen. Niemand soll sagen, das sagt man nicht. Das ist nicht okay. Das ist keine Synodalität. Franziskus möchte auch Laien an der Diskussion beteiligen. Doch das Sagen haben nach wie vor die Kleriker. Das ist eine ungewohnte Situation, aber doch auch eine befreiende Situation. Er will eine offene Diskussion und denn nur im Rede und Gegenrede kann man dann auch die Wahrheit und den rechten Weg finden. Man kann ja nicht erwarten, wenn Bischöfe aus so unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, dass sie alle gleicher Meinung gleich sind. Das muss ausgetragen werden, da braucht man Zeit. Aber Diskussion und dann zu einer Konsensfindung, das ist der angemessene Weg. Und etwas anderes wird ja heute auch von den Menschen nicht mehr akzeptiert. Auch Franziskus selbst liebt das freie Wort. Er lädt Journalisten zum Gespräch, ohne Rücksprache mit seinen Medienleuten. Das führt zu Irritationen, weil Papstzitate auftauchen, die von niemandem autorisiert wurden und den Papst wiederholt falsch wiedergeben. Kopfschütteln löst Franziskus aus, als er nach den Attentaten auf die Satirezeitung Charlie Hebdo Anfang 2015 zwar die Meinungsfreiheit verteidigt, dann aber sagt: Es ist natürlich wahr, dass man nicht aggressiv reagieren soll, aber wenn Dr. Gaspari, mein guter Freund hier, ein Schimpfwort gegen meine Mutter sagt, bekommt er eins drauf. Das ist normal. Das ist normal. Wenige Tage später sorgt eine Äußerung bei einer Generalaudienz für Wirbel. Franziskus erweckt dabei den Anschein, als gäbe es ein würdevolles Schlagen in der Erziehung von Kindern. In Deutschland wird die Aussage scharf kritisiert. Ich habe den Eindruck, dass das alles gezielt war. Der Papst will ein bisschen an der politically correctness rütteln. Er will auch nicht, dass man immer denkt, dass er 100% einfach ein gutmütiger Mensch ist, für dass alles gut ist, alles süß sein soll. An alten Traditionen rüttelt Franziskus auch bei seinen Reisen. Nicht die großen Metropolen in Europa oder Nordamerika haben Priorität auf seinem Reiseplan. Franziskus besucht Albanien, Sri Lanka und Südkorea.
Seine erste Reise nach der Wahl macht er demonstrativ nach Lampedusa. Die Insel im Mittelmeer steht als Symbol für zehntausende Flüchtlinge, die jedes Jahr aus Afrika nach Europa kommen. Er gedenkt der Toten. Mehr als 20.000 Migranten sollen seit 1990 bei der Überfahrt ums Leben gekommen sein. Scharf kritisiert er immer wieder die Flüchtlingspolitik in Europa, fordert mehr Solidarität mit den Armen und Benachteiligten. Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön, aber nichts sind, die eine Illusion des Nichtigen, des Flüchtigen sind, die zur Gleichgültigkeit gegenüber den anderen führen, ja, zur Globalisierung der Gleichgültigkeit. Franziskus ist ein politischer Papst. Scharf ist seine Kritik am globalen Wirtschaftssystem. Im November 2013 richtet Papst Franziskus ein Schreiben an alle Gläubigen. Darin prangert er den Kapitalismus an und wählt drastische Worte. Er kritisiert die Diktatur der Wirtschaft, spricht von Fetischismus des Geldes. Das Urteil des Papstes lautet: Diese Wirtschaft tötet. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Wir haben die Wegwerfkultur eingeführt, die sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung und der Unterdrückung. Die Ausgeschlossenen sind nicht Ausgebeutete, sondern Müll, Abfall. Das eigenartige Armutsideal des Papstes stößt auch auf Unverständnis. Der Papst ist ein Marxist, rufen Kritiker in Europa und den USA. Bin ich nicht, sagt Franziskus und lässt sich nicht in ideologische Diskussionen verwickeln. Diese Leute, die das sagen, kennen weder den Marxismus noch Papst Franziskus. Keine Ahnung haben. Ne? Er hat gesagt, es ist die Option für die Armen ist nicht marxistisch, sondern christlich, evangelisch, von Christus her. Schon Jesus von Nazareth hat das getan. Im Einsatz für mehr Gerechtigkeit setzt Franziskus auf die internationalen Organisationen wie die UNO. Sie sollen gestärkt werden, fordert er immer wieder und kritisiert zugleich nationale Alleingänge. Seine Treffen mit den Mächtigen der Welt nutzt er, um mehr Solidarität und Gerechtigkeit einzufordern. Mehr Ethik in Wirtschaft und Politik. Doch woher kommt die scharfe Kritik von Franziskus an der Wirtschaft? Spurensuche in Buenos Aires. 20.000 Cartoneros gibt es in der Stadt. Menschen, die vom Sammeln und Verkauf von Kartons leben. Als Kardinal hat Bergoglio oft mit ihnen am Abend einen Mate-Tee getrunken. 2001 erlebt er den Zusammenbruch des Wirtschaftssystems in seinem Land. Staatsbankrott. Die Polizei geht mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. In Teilen des Landes bricht eine Hungersnot aus. Die Menschen verlieren ihre Ersparnisse, kämpfen ums nackte Überleben. Die Kirche ist für viele ein letzter Rettungsanker. Christel Huber arbeitet als eine Art kirchliche Entwicklungshelferin in einem Vorort von Buenos Aires. Die Lebensmitteltüten sind für die Ärmsten in der Pfarrgemeinde bestimmt. Der Inhalt sind Spenden. Ich ärgere mich hier, wenn eine Firma anruft und sagt, sie würden uns gerne das und das spenden. Und wenn ich dann hinfahre, dann sind das Sachen, die innerhalb von 3 Tagen ablaufen. Das ist für mich kein Teilen. Das ist die Armen als Recycling oder als Abfalleimer zu benutzen. Die Armen hier sind keine Fremden, sondern Gemeindemitglieder. Jedes Wochenende bringen Ehrenamtliche die Lebensmitteltüte. Aber es geht nicht um Almosen. Im Mittelpunkt steht die persönliche Begegnung. So will es Papst Franziskus. Die Kirche soll hinausgehen, an der Seite der Armen stehen. 40.000 Katholiken leben in diesem Stadtviertel. Es gibt nur einen Priester. Alle in der Gemeinde arbeiten ehrenamtlich. Nur Christel Huber wird bezahlt. Von der Kirche in Deutschland. Bisher waren Rom und der Vatikan hier weit weg und kaum ein Thema. Seit Kardinal Bergoglio Papst ist, hat sich das geändert. Es besteht jetzt mal die Hoffnung, dass sich so dieses ganz Starre in der Kirche etwas lockert. Und das ist ja schon mal viel.
wenn man überlegt, wie bisher Rom auf die Leute wirkt. Die Frauen erinnern sich an ihre Begegnung mit Kardinal Bergoglio, lange bevor er Papst wurde. Als der zuständige Bischof wegen einer Beziehung zu einer Frau zurücktreten musste, kam Bergoglio zu einem Besuch in die Gemeinde. Er hat gesagt, euer Hirte geht nicht, weil er etwas Böses getan hat, sondern er geht aus persönlichen Gründen. Anders als das ein konservativer Bischof gemacht hätte, hat Bergoglio eine barmherzige Predigt gehalten. Das gibt mir Hoffnung, dass er diese Barmherzigkeit hat und deshalb kann er als Papst die Dinge in der Kirche verbessern. Und mit verbessern sind konkrete Reformen gemeint. Die meiste Arbeit in den Gemeinden hier wird von Frauen geleistet. Als sie hören, dass in Deutschland über eine Diakonweihe für Frauen diskutiert wird, sind die Frauen begeistert. Würdet ihr euch weihen lassen? Sie? Alle täten sich sofort weihen lassen. Das würde legalisieren, was wir ohnehin schon tun. Wir würden auch mehr akzeptiert werden als Frauen. Eigentlich sind es ja sowieso die Frauen, die hier die Kirche am Leben erhalten, die Gemeinden in den Stadtvierteln. Alles, was ich von der Kirche weiß, habe ich von Frauen gelernt. Der Papst wird zuerst zulassen, dass die Priester heiraten dürfen und dann die Weihe für die Frauen einführen. Papst Franziskus weckt offenbar überall die gleichen Hoffnungen. Katholiken beklagen einen Reformstau in ihrer Kirche. Zölibat, die Rolle der Frau. Viele engagierte Katholiken erwarten Veränderungen. Kirchengemeinden ohne Priester, unter der Leitung von Frauen. Vielfach ist das Alltag in Argentinien und ganz Lateinamerika. Aber was heißt das für die katholische Kirche weltweit und ihre Strukturen und Gesetze? Wird Papst Franziskus mit alten Traditionen brechen? Beim Thema Frauen sieht Franziskus einen großen Nachholbedarf für die katholische Kirche. Mehrfach betont er, dass er Frauen auch in Führungspositionen der Kirche sehen will. Immer wieder spricht er davon, dass eine Theologie der Frau entwickelt werden müsse. Im Vatikan sind es allerdings nach wie vor die Männer, die das Sagen haben. Dazu kommt, dass die Situation für Frauen in der Kirche weltweit sehr verschieden ist. In der deutschen Ortskirche haben wir im Grunde schon viele der Führungspositionen, die, sag mal, kirchenrechtlich, auch dogmatisch-theologisch für Frauen in diesem Sinne möglich sind, nach unserer jetzt auch traditionellen Lehre möglich sind, haben wir ausgeschöpft. Das ist in Lateinamerika so noch nicht der Fall und wahrscheinlich auch weltweit nicht der Fall. Die Priesterweihe für Frauen hat Franziskus allerdings klar ausgeschlossen. Trotzdem hoffen die Frauen in Westeuropa und den USA, dass Franziskus auch auf sie einen Schritt zumachen wird. Ich nenne mir das Thema jetzt auch Diakonat der Frau. Das sind Frauen auch unterwegs, die das, ich sage, aus der Tiefe ihrer Berufung heraus spüren. Da ist dann kein Denkverbot angesagt, sondern da geht es darum, in aller Klugheit auf die große auch Tradition unserer Kirche zu schauen. Was gab es und gibt es ja auch an einer Vielfalt an auch Stimmen im Blick auch auf die Amtstheologie, auch dieses schwierige Feld. Franziskus nährt immer wieder die Hoffnung auf Veränderungen, auch in der Lehre. Ein wichtiges Stichwort für ihn ist dabei die Barmherzigkeit. Bei einem Gottesdienst für neue Kardinäle etwa spricht er von zwei Denkmodellen, die sich widersprechen. Es gibt die Logik der Gesetzeslehrer, das heißt, die Gefahr zu bannen durch Entfernen der angesteckten Person. Und die Logik Gottes, der mit seiner Barmherzigkeit den Menschen umarmt und aufnimmt, ihn wieder eingliedert und so das Böse in Gutes, die Verurteilung in Rettung und die Ausgrenzung in Verkündigung verwandelt. Franziskus will eine barmherzige Kirche. Doch was meint er damit? Barmherzigkeit bedeutet durchaus, dass die Kirche für die Wahrheit eintritt, die Gebote Gottes verkündet. Das ist ihre Aufgabe. Da gibt es auch nicht, dass man da herummarktet und da was abstreicht. Aber dann sozusagen auch damit rechnet, der Mensch kann fehlen. Es kann falsch gehen. Wir sind alle schwach.
Und Gott gibt dann neu eine Chance, gibt neu einen neuen Anfang. Das muss dann die Kirche auch geben, für einen, der Buße tut, der umkehrt, neu eine Chance geben. Franziskus ist eine verbeulte Kirche lieber, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist. Lieber als eine Kirche, die krank ist aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern. Er verordnet seiner Kirche eine Haltungsänderung. Nicht verurteilen, sondern wertschätzen, lautet die Devise. Wenn einer schwul ist und den Herrn sucht und guten Willen hat, wer bin dann ich, ihn zu verurteilen? Franziskus will nicht nur über Moralfragen sprechen. Das stellt er immer wieder klar, etwa in seinen zahlreichen Interviews. Wir können uns nicht nur mit der Frage um die Abtreibung befassen, mit homosexuellen Ehen, mit Verhütungsmethoden. Das geht nicht. Man kennt ja übrigens die Ansichten der Kirche und ich bin ein Sohn der Kirche. Aber man muss nicht endlos davon sprechen. Franziskus setzt andere Akzente als seine Vorgänger. Das irritiert gerade konservative Kreise in der katholischen Kirche wie die Lebensschutzorganisationen. Dabei macht er keine Abstriche bei der traditionellen Lehre. Doch er setzt seine eigenen Prioritäten. Das gilt auch beim Thema Ehe und Familie. Er möchte einerseits das traditionelle katholische Familienideal stärken, andererseits eine Reform im Umgang mit den Menschen, die am Ideal scheitern. Etwa wiederverheirateten Geschiedenen. Er will das nicht selbst entscheiden. Er möchte, dass die Kirche in den Bischofssynoden zu diesen Änderungen kommt. Auch zum Beispiel, dass man positiv bewertet, wenn zwei Homosexuelle das ganze Leben lang zusammenleben und sich gegenseitig für den anderen aufopfern, wie es so schön Kardinal Schönborn auch in der letzten Synode erzählt hat. Er will das aber nicht monarchisch entscheiden. Deswegen muss man sehen, was ist auch die Reifezeit in dem Episkopat, bis auch die Bischöfe zu diesem Punkt kommen. Franziskus ist mit großem Schwung gestartet. Doch schnell hat sich Widerstand formiert, sodass in den ersten zwei Jahren nur wenige Entscheidungen gefallen sind. Viele fragen sich, ob am Ende nur Worte und Gesten bleiben, die notwendigen Reformen aber nicht kommen. Die Ungeduld wächst. Der Pontifex aus Argentinien geht seinen Weg. Er verordnet dem Papstamt einen neuen Stil. Dabei sieht er sich aber ganz in der Tradition seiner Vorgänger. Es ist für ihn kein Problem, dass es mit Benedikt dem 16. auch noch einen emeritierten Papst gibt. Die Kirche müsse sich daran gewöhnen, dass Päpste in Ruhestand gehen, so Franziskus. Benedikt der 16. sei für ihn wie eine Art Großvater. Franziskus selbst schließt einen Rücktritt nicht aus. Der emeritierte Papst wiederum respektiert, dass nun ein anderer das Schiff der Kirche steuert. Es gibt Kardinäle, die gehen zu Papst Benedikt und sagen, um sich zu beklagen. Sie sagen, hier ist ein bisschen Unordnung, etwas Chaos. Das wird dann so immer in diesen nuancierten Reden gesagt. Aber er reagiert nie auf solche Anspielungen. Für ihn ist es wichtig, er hat es oft gesagt, für den Papst Franziskus zu beten und ihn zu unterstützen. Franziskus hält engen Kontakt zu seinem Vorgänger. Man telefoniert miteinander, trifft sich zum Austausch. Franziskus bittet Benedikt auch um Einschätzungen bei konkreten Fragen. Doch am Ende entscheidet er selbst. Zwischen beiden ist ein Unterschied der Persönlichkeit, ein Unterschied des Stils. Aber sagen wir, wenn es um den Glauben selber geht, sind sie viel näher beieinander, als man den Eindruck oft hat. Jorge Mario Bergoglio hat im März 2013 das Papstamt in stürmischen Zeiten übernommen. Skandaljahre lagen hinter der katholischen Kirche. Schnell hat er eigene Akzente gesetzt, seiner Kirche eine Haltungsänderung verordnet, die er selbst vorlebt. Etwa bei seinem Besuch in Tacloban, zwei Jahre nach dem schwersten Wirbelsturm seit Menschengedenken. Quando io vi
Als ich von Rom aus diese Katastrophe sah, habe ich gespürt, dass ich hier sein musste. Ich wollte kommen, um bei euch zu sein. Ein bisschen spät werdet ihr mir sagen, das ist wahr. Doch hier bin ich. Die Kirche an der Seite der Menschen. Bei vielen kommt das gut an. Bei den notwendigen Reformen in Struktur und Lehre gibt es für den Papst aber viel Gegenwind. Hier kommt Franziskus nur langsam voran. Um die katholische Kirche wirklich zukunftsfähig zu machen, steht ihr noch ein langer, schwieriger Weg bevor.